So, da sind wir wieder. Ich hoffe, jetzt ist die Soundqualität wieder einigermaßen synchron. Darüber würde ich mich ja sehr freuen. Mal gucken, wie groß ist denn das Ding? Haben wir es jetzt? Wir haben es 2x2 gebaut. Das ist natürlich doof. Dann haben wir hier das Fenster. Da können wir kein Fenster machen, denn das wäre Schwachsinn. Das heißt, wir könnten jetzt hier ein Fenster, hier ein Fenster machen. Das wäre dann zwar nicht synchron, aber anders sehe es auch doof aus. Ach ja, Inventar leerräumen. Genau, da war doch was. Das habe ich doch extra noch gesagt, damit wir es machen oder auch nicht machen. So, rein da. So, rein da. So. Rein da. So, mit 4 Gold können wir jetzt momentan noch nicht wirklich viel bauen. Da muss noch einiges dazukommen. Ja, und so schlecht sieht das jetzt nicht aus mit den Fenstern. Machen wir das halt mal. Können wir ja zur Not immer noch wieder zubauen, wenn uns das in der nächsten Folge nicht gefällt. Oder wenn euch das nicht gefällt. Dann machen wir es halt wieder dicht. Ah. Nee, da. Irgendwas stimmt hier nicht. Stimmt, die müssten zwei tiefer gehen, oder? Der ist richtig, aber der ist falsch. Na, mal schauen, wie das dann aussieht. Hier ist dann der letzte. Oder das letzte Fenster. So, mal von unten gucken. Von draußen. Ja, man sieht jetzt auf jeden Fall den Weg hoch. Vielleicht auch gut, dass hier in der Ecke jetzt kein Loch ist, denn sonst würde man hier ja quasi das Doppelloch sehen. Naja, an den Turm muss man noch dringend etwas machen. Der sieht noch so karg und kahl und langweilig aus. Aber das soll jetzt momentan mein geringstes Problem sein. So. Huch. Ist der runtergefallen? Sammeln wir gleich auf. Wieso kommt hier jetzt dieses Geräusch mitten in der Stadt? Wahrscheinlich, weil hier auch noch Tunnel drunter sind. So, hier können wir aus dem Fenster springen. Hier ist es nicht sehr hoch. Ah, doch. Schade. So, hier müssten auch noch irgendwann Fenster rein. Ah, hier geht es auch noch weiter. Wäre dann... Wieso geht das da jetzt auf? Ach nee, geht, ist genauso, ist genau richtig. Da hat mir gerade mein Verstand einen Streich gespielt, aber mit dem ist es eh nicht weit her. Aber ich meine, Verstand. Wer braucht schon Verstand? Verstand ist was für Leute, die keine Fantasie haben. Die haben dann irgendwann gelernt, ihren Verstand zu gebrauchen. Sind da auch noch zwei drin. Kann man zumindest überall rausgucken und es sieht zumindest etwas freundlicher aus. Könnten wir jetzt noch Glasscheiben reinsetzen, aber das lasse ich erstmal jetzt offen. Ich meine, zwischendurch ist auch mal ein offenes Fenster gut, damit da Luft reinkommt. So, hopp. Alles mal rein da. Und da ist die Kiste damit auch voll. Das packen wir jetzt einfach mal hier rein. Nur die Kiste ist auch schon recht füllig. Um nicht zu sagen, pickepacke voll. Krieg ich das noch rein? Naja. Die Kohle kommt eh woanders hin. Und jetzt holen wir uns gleich nochmal unsere Hacken. Und gehen zurück auf die Felder. Denn ich möchte eigentlich endlich dieses Melonenhaus auch noch abschließen. Und das wäre schön, wenn das noch in diese Aufnahme ginge.
Denn dann hätte ich den Kopf frei und wir könnten in der nächsten Aufnahme Melonen mal für was anderes gebrauchen. Einfach mal 64 ernten und essen. Zum Beispiel. Viel gewachsen ist gerade noch nicht hier. Erstes Feld fertig. Na, nicht gerade viele Melonen dabei rumgekommen. Das ist eine richtig mühsame Arbeit hier, dieses Melonenhaus. Wir hätten theoretisch die Feldanzahl noch verdoppeln können, aber die Frage ist, was machen wir dann hinterher mit den ganzen Melonen? Wir könnten irgendwo abseits vielleicht nochmal ein Feld anlegen. Was dann auch jetzt mit den Minecarts erreichbar ist. Aber wahrscheinlich wird da dann nichts wachsen, weil der Schank da nicht aktiv ist. Ach ja, schwere Entscheidungen müssen da getroffen werden. Es geht auch immer noch dann die Frage, ob jetzt wir die Stadt dann in den Wolken erweitern oder auf dem Boden bleiben. Oder direkt hier noch eine Etage draufbauen. Das wäre dann auch noch eine Frage, die geklärt werden muss, bevor ich dann weiter aufnehme. Aber die Frage an sich kommt ja auch erst, glaube ich, Mitte dieser Woche online oder nächster Woche. Die Woche ist gleich offiziell vorüber. Das hier sollte ja eigentlich nur so ein Zierbeet sein, jetzt ernte ich es auch schon dauerhaft ab. Aber was soll's, wir brauchen das Zeug einfach. Und warum sollen wir es hier vergammeln lassen? Wenn wir es auch gebrauchen können. Sobald das Melonenhaus fertig ist, werden wir unseren Melonenkonsum eh ordentlich zurückfahren können. Wir haben ja auch noch genug Weizen und Brot. Doch noch mal schnell rüberspringen. Ja, jetzt habe ich hier natürlich das Feld, aber mein Gott. Schlimmeres als ein kaputtes Feld. So, dann schauen wir mal, wie viel wir jetzt insgesamt haben. Ich sag mal, 2 Stacks werden wir wohl noch brauchen für das Dach. Naja, zumindest ein bisschen was. Können wir zumindest ein Viertelstack rausmachen. Ein bisschen mehr als ein Viertelstack. Na, das geht. 28. Wenn ich sie jetzt gut setze und nicht verschwende, können wir damit noch ein schönes Stück schaffen. Jetzt baue ich mich ja doch in Cobblestone einfach hoch, weil ich jetzt so voll bin, irgendwas anderes zu holen. Die nächste Reihe. Machen wir das hier dicht. Hier kommt, glaube ich, auch noch einer hin. Kommen wir den hier schon mal wieder ein Stück runter. Aber dann komme ich auch nicht mehr hoch. Müssen wir so lassen. So. So. Irgendwann treffen sich dann halt die beiden. Das wäre dann, glaube ich, schon die nächste Reihe, wo sie sich treffen. Und dann haben wir hier oben einen schönen Abschluss. Hier müssen auch Fackeln drauf, aber ich habe gerade keine. Denn hier können dann auch Monsters... Obwohl auf Melonen spawnen, glaube ich, gar keine Monster. Denn sonst würden sie auch in den Melonenfeldern spawnen. Das ist wahrscheinlich wie bei Weizen, dass auf Melonen nichts spawnt. Ein schönes Haus. Muss man jetzt überhaupt noch dran schreiben, Melonenhändler, oder sieht man das?
Ja, ich glaube, das sieht man. Was macht die Getreidefarm? Die muss noch ein bisschen wachsen. Was macht unsere komische rote Pflanzenfarm? Da tut sich gar nichts. Sieht wohl wirklich so aus, als würden diese Pflanzen nur im Nether wachsen. Das finde ich sehr schade. Vielleicht wird das ja auch noch gepatcht, denn Farmen im Nether, das ist schon mehr ein Widerspruch in sich irgendwie. Haben wir Eier? Ah, eines da in der Ecke. Mal, wo können Hühner denn Eier hingelegt haben? Ah, in der Ecke ist auch noch eins. Irgendwie immer nur zwei. Das dritte Huhn ist legefaul. Ah, solange überhaupt was dabei rumkommt, dass wir eine Hühnerfarm betreiben, ist mir alles recht. So. Jetzt nochmal hier drumherum ablaufen. Ich kontrolliere lieber mal den Flusslauf. Denn um genau solche Dinge da halt zu vermeiden... Ich habe langsam keine Lust mehr. Ich sag's wie es ist, das ist einfach nur noch mühsam und ätzend und unsinnig vor allem. Gucken wir auf den anderen Seiten auch nochmal nach. Bevor ich dann diese Aufnahme endlich als beendet akzeptiere. Die auch schon eine recht lange ist, vor allem mit den Stundenaufnahmen. Das sind ja allein drei Aufnahmen, sind ja drei Stunden. Die mit dem Sound allerdings etwas verrutscht sind. Das müsst ihr verzeihen, ich arbeite dran, ihr merkt es ja. Ich stelle hier was um, ich stelle da was um. Ich versuche es wirklich allen recht zu machen. Vielleicht war auch der Hintergrund-Sound dran schuld, das tut mir dann auch noch doppelt leid. Aber auch der war eigentlich nur gedacht, damit ihr ein bisschen Abwechslung hier habt, ein bisschen mehr hört. Denn vom Sehen ist Minecraft ja doch ab und zu recht trocken und dröge. Ist halt dumm gelaufen, was soll ich machen? Im Nachhinein kann ich da auch nichts mehr tun, sobald ich die Folgen auf dem Rechner habe. Wegschmeißen tue ich sie garantiert nicht. Denn das wäre wirklich schade, weil wir haben viel gemacht. Also auch wenn der Sound doof ist, man sieht viel. Es passiert ja immer einiges, was man sehen kann hier. So, nächstes Mal müssen wir mal die Kisten aufräumen. Was ich jetzt erstmal baue, das ist eine Zusatzkiste, ein Cobblestone-Händler. Ich denke, den könnten wir uns sparen, aber der kommt wahrscheinlich auch irgendwann. Der kriegt dann immer schön die Hälfte. Habe ich jetzt nicht gebaut? Nein, habe ich nicht. Der kriegt dann immer schön die Hälfte meines Cobblestones ab. Die andere Hälfte wird hier gelagert. So, da drin. Kommt jetzt der ganze Cobblestone rein, damit die Kisten da unten mal wieder etwas leerer werden. Denn da wir nächste Mal sofort wieder ohne irgendwas zu machen in die Mine gehen werden, um dort weiterzukommen, werden wir erstmal viel Cobblestone anhäufen, was wir nicht brauchen, was wir irgendwann sicher brauchen werden. Und das werden wir dann in dieser Kiste hier lagern. Ist auf jeden Fall schön, mal ein paar Vorräte zu haben. Bisher haben wir ja quasi wirklich immer nur von der Hand in den Mund gelebt. Und wenn wir uns dann wirklich mal ein bisschen was an Polster verschaffen, können wir auch dann viel besser und viel größer vor allem bauen. Und wir müssen irgendwann wirklich mal wieder zurück zur Pyramide, zu unserer Sandmine. Ah, da könnt ihr beruhigt sein, solange ich die Minimap nicht drin habe, gehen wir da auch nicht hin. Denn ohne die Minimap finde ich die Stelle eh nie wieder. Das ist also euer Glück. Man kann auch sagen, Glück im Unglück. Muss ich eigentlich die Pilze beleuchten von oben? Auch noch eine interessante Frage. Aber das würde ich dann sagen, da kümmern wir uns dann auch nächste Mal drum. Ganz in Ruhe. Ich gehe nochmal hoch, einen Blick auf den Friedhof werfen. Ich hoffe, inzwischen sind einige schöne Vorschläge eingegangen, was wir auf den Friedhof beerdigen können. Ich freue mich drauf, da die ersten Gräber einzurichten. Ach, die Mühle. Die Mühle finde ich toll. Ich hoffe mal, sie finden auch andere schön. Kommt auch noch diese Woche, die Mühle. So, jetzt haben wir hier, also wir haben einiges geschafft in dieser Aufnahme. Und wir waren in der Netherwelt schön spazieren, haben da unten dieses Beet angelegt, was nicht wachsen will, zusammen mit Haus. Dann die lange zweite Minecraft-Strecke, die da hinten in unserem Friedhof endet.
haben das Pilzhaus ordentlich vorangetrieben, den Turm fertig gebaut und unsere Mine endlich mal ein bisschen weitergearbeitet. Aber viel fehlt da auch nicht mehr. Sieht aus wie so eine Melonenscheibe, so eine halbe von oben. Oder so mit den Ecken noch abgeschnitten halt. Also auf jeden Fall ein schönes Haus geworden oder wird noch. Wie viel fehlen hier noch? 1, 2, 3, 4, 5. Ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann noch die nächste Reihe. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ja, mit 30 sollten wir auskommen. Und ansonsten stelle ich gerade fest, dass diese Folge wieder Überlänge hat. Man kann schön weit blicken von hier. Wo sind wir gerade lang gelaufen? Wir sind da oben lang, oder? Der See da, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Wir sind hier rüber und dann da lang, ja. Und jetzt sind wir dort hinten irgendwo. Dahinter ist auch irgendwo die Sandmine. Irgendwo halt. Ach, ich mag diese Welt. Ich spiele gerne hier. Ich spiele auch gerne für euch. Auch wenn mir das in der Seele wehtut, dass das mit dem Sound nicht so klappt. Wisst ihr, das macht mir echt, davon kriege ich schlaflose Nächte, ich sag's euch. Weil ich möchte einfach gerne für euch die Videos, wenn ich schon aufnehme, in guter Qualität aufnehmen. Und dann kommt so ein Murks daraus. Das macht natürlich auch keinen guten Eindruck. Aber wir arbeiten dran. Wir üben und wir machen einfach weiter und wir haben auch Spaß in unserer Welt. Und ich hoffe auf ein paar mehr Kommentare in Zukunft, wenn ich hier schon Fragen stelle, dass ihr die bei 50 Views dann wirklich auch mal alle 50 mal was schreibt und Vorschläge macht. Und ich würde mich freuen und ich verabschiede mich zu der 1.9 Pre-Release-Aufnahme Minecraft Let's Play. Tschüss, bis zum nächsten Mal, was bei euch morgen sein wird.